So, hallo, guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, Indiana Jones auf der Suche nach meinem Abenteuer. Mein Name ist Justus König. Ich kann als Indiana Jones Dumbledore oder Air Captain America bei Justus Dumbledore. Heute ist Montag und ich bin hier in Zellerau und im Main, da wo der ATU ist oder die Feuerwehrschule, habe ich da geparkt. Dann habe ich da unten. Das ist Skatebahn oder sowas. Oh, ich habe hier so geparkt. So geht das hier um jetzt. Also ich warte das, ich bin jetzt in der Stadt drin. Jo. Schauen wir mal, das hier unten umlang. Ja, und heute ist 25 Grad ab. Morgen wird es wieder wärmer, 27 Grad. Gestern waren überall die Leute ins Wasser drin. Und gestern habe ich ja den Matthias Malmütig getroffen von Montag, also von Grip das Motormagazin auf RTL 2. Das ist ein Fernsehmoderator, Testfahrer, Grip-Testfahrer, YouTuber. Ja, Matthias Malmütig, Qualmütig oder genannt. Ja, das ist glaube ich für den Fachzeit 1,97 Meter groß. Ne, 1,79 Meter groß. Jedenfalls habe ich ihn getroffen. Das Video wieder gesehen. Ich habe gesagt, hallo, ich bin der Justus König aus Würzburg, der YouTuber. Und habe den Lukas gefilmt. Weil er dann verstanden hat, er hat gesagt, den Lukas hast du gefilmt, den Lukas gefilmt. So erstaunlich wie den Luca. Ich sagte, den Lukas. Ja, ich weiß nicht, was er gedacht hat. Vielleicht hat er an eine bestimmte Person gedacht, wo er mag, die Luca heißt. Ja. Weiß ich nicht. Aber einfach. Habe ich gerade noch den Lutos besucht? Dann dachte einer, nein. Ja, das hat ein anderer Kunde einer gesagt, ja, das ist auch schon 10 Jahre her. Sag ich, nein, 4 Jahre. Weil ich habe sie 2018 besucht. Und habe auch gleichzeitig noch das Fox Augenmagazin auch noch besucht, habe ich gesagt. Und das ist cool. Und dann hat er auch gesagt, dass er, ich habe gesagt, dass ich da dieses schon ein Video gemacht habe, von diesem Sprecher zu fahren, mit einem LKW überfahren konnte. Auf dem LKW, ich dachte, das auch mal ausprobieren. Ja, dann habe ich jetzt halt auch alles gefilmt, wie die Leute da dort waren und Unterschrift gegeben haben. Einer hat sogar auf Modellauto und Jacken und auf dem Regenschirm. Aber das ist ein anderes Video, ein längeres Video. Das war es gestern freigestellt, aber besser gesagt eine kurze Version davon. Und dahin ist das Schiff, das Flusskreuzfahrtschiff, oder wie es nennt, Rundfahrt. Würzburg. Ja, hinter mir. Ja. Die fährt von Würzburg aus am Hafen und am Hafen, wo der Kran ist, raufwärts nach Volkoch, nach Bad Zürich und wieder zurück. Ja. Und jetzt ist sie nicht mehr. Ja. Einfach was, das ist echt cool. Bei Matthias Malmüthi ist echt nett und cool. So wie er im Fernsehen ist, so ist er auch live. Ja, cool nett drauf. Hat extra euch Video gemacht und auch mein Fenster der Grüße, extra für euch alles. Macht. Ich habe das Ziel gehabt und habe das auch durchgesetzt. Nur ich habe gestern nur ein kleines Stück veröffentlicht, das größere kommt noch. Das ganz große und noch ein Teil große. Also ganz große, wie ich drauf gefahren bin, bin ich mit einem anderen Parkplatz gefahren, zum Parkplatz 2 am Flughafen und dann Reisebus hoch mit Klimaanlage und dann das Zeug und da kommt noch ein Video, das ist nur kürzer, das ist nur diese ganze. Das Gefühl von Matthias Malmütig. Ich war nämlich danach noch da gestanden, habe nochmal gefilmt und die Leute hat Unterschrift gemacht oder sowas. Geht vielleicht noch so eine Stunde, zwei Stunden. Und alles mache ich nur als Hobby, damit für dich kein Geld ist, einfach ein Hobby, dass ich Freizeit mache. Und einfach Hobby, Freizeit. Das ist kein Beruf, das ist einfach ein Hobby. Und als YouTuber, egal, ist noch Hobby. Die richtige Arbeit führt dich nicht bei der Arbeit. Und dann hat er noch gesagt, Matthias Malmütig, das wusste ich ja schon, bei Lutos her. Dass dann ein Autogrammkanal, wo der bekommt, das Flyer macht. Flyer-Lamm. Du hast schon die aus dem tolle Fernsehwerbung gesehen. Flyer-Lamm. Die Flyer machen. Oh, hat er auch gesagt. Sie haben gesagt, du kriegst auch Flyer-Lamm. Was der Flyer macht. Das weiß ich mal. Hat er schon den Lutos verraten. Gut. Oder Manni. Ich hab gerade gesagt, Manni, die Lutos grüßen Manni. Hab ich auch getroffen. Ja, da gemacht. Das war cool. Das war cool, wenn man dir das war natürlich. Aber ich war, glaube ich, der Einzige dort, der ihn gefilmt hat bei der Moor, bei den Abenteuer-Allradmesse. Ich glaube, die Lutos waren auch mal dort gewesen, wo der Günther gestorben ist und der Peter noch, naja, gut gebaut war, noch halt kräftig war. Und waren sie halt zu dritt, waren sie auf der Abenteuer-Allradmesse.
da war mehr los. Da hat der Peter sogar erst still gewesen und dann hat er geschrien. Und der Uwe hat ganz halt mit den Frauen geknutscht. Ja. Und die sind dann erstmal irgendwie hergekommen, hergefahren, dann haben sie Autogramm gehabt gegeben und dann sind sie hinten auf der Bühne gewesen und rum in der Stadt. Da war aber viel los, da war viel mehr als wir jetzt dort war. Also da war viel los bei den Boys. War alles voll damals. Gut, jetzt schauen wir hier rum, laufen wir hier rum. Hier, der Weg muss warten. Und dann hole ich später, weil ich damit hier hergebracht habe und dann wieder abends später abholte. Dann muss ich halt warten. Und hab gedacht, da laufe ich wieder rum, wenn ich warten muss. Dort draußen zu warten, kann ich auch hier draußen warten. Und schön das. Sobald ich Anruf komme, muss ich wieder abholen. Gut. Ja, das war es so gestern. Ja, es ist hier eine Skatebahn da hinter mir. Da ist ein Ding und wir laufen jetzt einfach da hoch wieder zurück. Ja, mit dir war echt cool. Also für mich hat es rendiert. Ich habe nur 20 Euro Ticket bezahlt. Ja, wir denken wahrscheinlich, warum hast du nicht noch da mit gesehen können? Doch, das ist ein Ding. Hey, ist einfach zu heiß. Ich muss ja zurückfahren. Eine Stunde Rückfahrt plus Stau, Preisverkehr. Und habe ja noch heute Frühschicht und sowas. Nee, da konnte ich nicht. Das war nur Ziel gewesen, dahin zu gehen und dann das Teil zu filmen. Und danach, wenn es vorbei ist, wir abwärts. Hab noch ein bisschen die LKWs gefilmt, die Trucks gefahren sind, aber das war's schon. Jo. Ist halt drum, da jetzt bestimmt 40 Grad. Autobahn war 37 Grad. Aber kurz Stau. Ja, Stau war halt an der Baustelle oder sowas, aber das war kein Unfall, sondern da war ab und zu Stau. Weil, naja, ich weiß schon, die Leute sind fahren dann. Hat sich Stau gegeben und da war 37 Grad auf dem Tacho. Hab ich auch gefilmt. Mit der GoPro los. Oh, nice mit der GoPro. Gut, 37 Grad. Aber ich glaube, oben war es bestimmt 40 Grad, ist ziemlich heiß. Und im Zelt war schon warm und draußen in den LKWs rumgefahren ist. Die pulle Hitze plus dass die LKWs aus Metall sind, das ist. Nee, das ist nix. Hier zurück, Marsch. Aber Bus hochwärts war ein Reisebus, der war klimatisiert, also klimanahe und der runtersetzt nicht. War ein normaler Stadtbus und der war klimatisiert, da müssen wir schwitzen. Aber egal, im Auto war schon eine Klimalache. Das war best auch Klimalache. Schwimmbad wäre nicht so toll gewesen. Wir kleinen Bepper war es komplett voll. Von den Rutschen bis unten, also vom Wellenrutsch, also von der langen Rutsche bis ganz unten haben sie gestellt. Also das war halt zu viel los. Überall alles ja 40 Grad und sowas. Bestimmt. Ja, 37 Grad, 40 Grad, das ist. Heute eine schöne Abkühlung, heute Nacht war echt scheiße zu schlafen. Ich habe extra noch zwei Eisbeutel genommen zum Schlafen, weil mein Zimmer war es 30 Grad, also das war echt. Hammerhart. Aber so ist es. Und heute ist schon Montag. Aber das heißt, gestern hat echt rendiert, dass wir Matthias mal gesehen. So Film. Gezielt. Ich habe das Ziel vorgehabt und habe es auch gemacht. Da meine zwei Kollegen, wo ich mit wollten, nicht konnten, leider beide abgesagt haben, leider zum Schluss, habe ich sie extra grüßt. Sebastian Bernd und Matthias mal mit denen. Ja, und das Lustige ist, ich habe mal auf YouTube noch mal kurz nach, also kurz sehen. Da war immer so, war ein Video da von gestern. Und Matthias Mamedi ist irgend so ein Ding gehabt, so eine Minute, wo er selber so einen Titel, Untertitel drauf macht, deutsche Untertitel. Und da sagt YouTube, zu einem Matthias Mamedi, also wahrscheinlich Leute, die es nicht hören können, können es dann lesen, dann sagt Matthias Mamedi. Und ich sage, grüße Sebastian Vettel, Sebastian Benz. Ich grüße Sebastian Benz. Hat das Ding übersetzt als Sebastian Vettel. Also es ist unten schon drauf, Sebastian Vettel. Also du, als hat Sebastian Benz. Also er hat gesagt, Sebastian Benz. Und das Ding hat geschrieben, Sebastian Vettel. Kennt ihr Sebastian Vettel, ist der berühmte Rennfahrer. Formel 1 Rennfahrer. Ja, lustig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Und wir laufen unten rum. Und da fährt schon wieder hinter mir ein Schiff vorbei. Ruhrenland. Denken Sie nur dran, das ist einfach nur ein Hobby, was wir falsch machen. Video machen. Das ist einfach was zu nerven kommen, was ich gerne mache. Damit für dich kein Geld und ich muss auch nichts beweisen. Das ist einfach, was ich gerne mache. Mir fällt immer was Tolles ein und will auch schon zeigen, wie schön die Welt ist. Will keinen provozieren. Können natürlich denken, auch dass ich Depp bin oder Idiot bin oder behindert bin, ist mir scheißegal. Das tut mich nicht. Ich lebe mein Leben, so wie ich es möchte und lasse von niemandem vorschreiben, wer einer neidisch ist. Warum soll er neidisch sein? Für was dann? Ja doch, das. Ich könnte auch jeden, also die gönnen zumindest mir nicht und die können jeden alles. Also ich lasse nicht laut ärgern. Sonst was. Ja, und ich habe nur gesagt, in Palm Beach, es kommt der Mittag oder Sandwasser, ja, weil es hier ausschaut, weil ich bin ja nicht lang. Ich bin auch 150 Kilo ungefähr, 2 Meter groß, hab auch. Oh.
Und da gibt es eine Rutsche bei meinem Beach, sind halt so, da darfst du die Tuppenrutsche, da darfst du 100 Kilo wiegen. Und die andere Rutsche da mit diesem Trichter, da darfst du extra 120 Kilo bloß, mit 120 Kilo. Und andere Rutschen gibt es da, welche Rutschen, da steht drauf Mindestgewichtsgröße, brauchst du für die Rutsche, 45 Kilo. Aber die anderen sind nach Höchstgewichtsgröße, also die, wo Höchstgewicht haben mit 100 Kilo und 120 Kilo, die kann ich ja nicht rutschen, klar. Wenn das passiert, bin ich selber dann schuld. Kann ja sein, dass es das Gewicht nicht aushält oder das Auffangbecken zu klein ist. Und dann habe ich ein bisschen mehr Kilos, wenn ich mit Masse groß bin, habe ich auch mehr Geschwindigkeit drauf. Geht mehr ab. Deswegen muss man aufpassen. Und wenn ich in YouTube oder eigentlich auf mein eigenes Risiko einzugehen, also mit den Pferden, bringt man nichts. Weil damit verdiene ich kein Geld. Wenn ich nicht arbeiten kann, verdiene ich kein Geld und habe kein Geld. Aber ich muss auch arbeiten. Da verdiene ich Geld. Mit YouTube nichts. Es ist einfach ein reines Hobby, was man Freizeit macht. So wie anderen auch. Wenn die anderen mit dem Auto rumfahren, aus Spaß halber, kriegen sie auch kein Geld. Außer Taxifahrer. Ja, das ist ein anderes Thema. Ja, Justus Up and Out. Viel Spaß beim Film und Action, sagt der Justus Damendörer. So, stehe ich hier. Wirklich, ich bin 2 Meter groß. 2 Meter. Das ist meine 2 Meter Größe. Cool, ne? So. So. So, Kinderspielplatz. Das ist ein letzter Stall. Ne, keine Ahnung. Ah. Da ist ein Rohr und das ist dann drüben an den Rohr verbunden. Da kann man dann durchhören. Oh, cooler Graffiti. Das ist eine coole Skateboardbahn. Da kommt wieder ein Schiff. Feuerwehrschule. Hafen, Feuerwehrschule. Drin verboten. Oh. Drin verboten. Aber schön. Ja, das ist was, wo ich betreten. Ha. Feuerwehrschule, jetzt durch. Hast du schön gemacht? Das ist der Bootshafen. So. Ja, das ist der Bootshafen hier. Ja, Leute. Jetzt haben wir es hier gelaufen. So muss ich vereinbaren, da ist die Bootshafen von der Feuerwehrschule Würzburg. Ja, ich glaube hier bei dritten Boden, aber es wird dafür noch laufen, also hier. Das ist ja, naja, das ist ein Bereich wahrscheinlich verboten. Ja. Es ist jetzt ziemlich windig, es ist bewölkt, blüht. Es soll eigentlich 25 Grad werden, aber es kann sein, dass der Gewitter kommt. Deswegen bleibe ich auch nicht weit weg vom Auto. Nur von Namen. Ach ja, die Talwehr ist komplett gesperrt. Nicht, weil jetzt das gebaut wird oder Parkgebühr ist, sondern Kiani. Ab 1.7. ist Kiani. Dann geht's hier in Gewürzburg, wenn schon in Kirmes,
Brüders Volksfest. Und da gehe ich wieder drauf. Mit Kumpels. Mach schöne Videos wieder, wie Action-Videos. Mit der Action-Cam. Mit der GoPro. Wie immer. Jo. Extra für mich. Ich mach extra, was Spaß macht. Hobby. Okay, ich verdiene kein Geld damit. Weil erstmal kenne ich mich nicht aus damit. Deswegen gibt es auch keine Werbung. Weil ich bin der einzige YouTuber, der keine Werbung macht und ein anderes Thema habe. Ich habe nur nicht. Ich habe ja viele Themen, weil mich viel interessiert. Ich habe nicht so, auch weil ich so Autos oder Schiffe oder Boote, sondern es sich mehr interessiert alles. Und filme das gerne. Ich bin gerne unterwegs, filme das und muss niemandem was beweisen. Ich mache was, was mir Spaß macht. Und ich hoffe, ich kann das merken. Es gibt immer welche Leute, die sagen, oh, das Video ist schon zu lang, mach mal kürzer oder du redest zu viel. Hallo? Ich rede gerne. Wenn es eigentlich mag, kann das abschalten. Ich bin ja niemandem verschuldig. Ihr bezahlt ja nichts dafür. Ich bin alles bezahlt, also müsst ihr das so nehmen, wie es ist. Dafür ist es kostenlos. Für euch. Ich muss den Merz einfach dafür. Handy, eine GoPro, eine App, die was monatlich was kostet. Eigentlich weiß ich nicht, Jahresabo von 30 Euro oder 40 Euro. Die brauche ich dafür, sonst wird es nicht funktionieren. Und die App kann ich keine Videos bearbeiten, hochladen. Ja, Hobby kostet halt mal Geld. Das ist halt mein Hobby. Mein Hobby. Nicht euer Hobby, mein Hobby. Und das musst du einfach akzeptieren. Was nicht kann, ist mir egal. Schaltet weg, wenn es euch nicht gefällt. Das sage ich eins nur als Tipp. Ich mache es auch so, wenn mir was nicht gefällt, schalte ich ab. Ich gucke eh keinen YouTuber an. Ich prüfe nur mal meine Videos. Ich gucke lieber Fernsehen an. Da kommt Sendungen dran. Gibt es Monomazin oder andere Schatzsuche Sonntag. Wenn ein Dalek da rumläuft und die Sachen sucht. Auf Kabel 1 Deutschland ist das aus Wetten hier, wie heißt da, von aus Italien, da an diesen Schauplätze geht, wo aus dem Zweiten Weltkrieg war, der Ersten Weltkrieg, wo die gekämpft haben, ist auch die Reste noch, Munition. Das gucke ich gerne an. Oak Island und sowas. Versuche, das finde ich auch. Ja, dafür schaue ich auch. Hat man die Werbung. Jo, damit verdienen sie Geld, so kann ich es auch kostenlos. Jo, also natürlich. Jo, und ihr bewirkt jetzt keine Werbung. Ich kann das nicht zufügen. Damit kann ich Geld verdienen, aber ich kann es nicht. Dann müsste ich irgendwo im Internet anmelden, ganzen Daten angeben und so weiter. Wie mich noch rendiert, ist das gute Fragezeichen. Aber wir gucken uns jetzt weiter um hier. Weil das ist der Abend aller Zeiten. Jo, und da stehen wir hier an einem Ding. Und was habe ich hier entdeckt? Schau, was ich gesehen habe. Muss man vorbeilaufen. Ja, da hat jemand seine Brille vergessen. Seine Schwimmbrille, Taucherbrille. Naja, in dem Fluss will ich jetzt nicht, willst du was schwimmen? Erst siehst du eh nicht viel. Und zweitens mal, was du dann da siehst. Kann ich hier nicht mehr drin schwimmen. Wenn es einer vermisst, klickt es einfach hier hin, das ist erst sichtbarer. Da. Da kann es eher gefunden werden. Hier. Da kann es eher gefunden werden. Staucherbrille. Das ist eine Staucherbrille. Das ist großer vom Mädchen. Ich werde langsam echt zum Auto zurückgehen. Da ist so beschrieben, was wir sind. Und da hat hier einer von. Das ist einfach so ein Bug-Kit. Das ist so was Lustiges. Und da hat einer draufgeschrieben und da hat einer einen Pimmel drauf gemalt. Ja, hat dann immer einen langen Pimmel oder Schwanz übersagt. Ja, lustig. Lol. Spaß muss sein. Oder ist es FKK hier? Keine Ahnung. Er hat einfach einen Pimmel drauf gemalt. Spaß halber. Ist normal, sie war jetzt ein beklebter Pimmel, so steht da.
Skate-Shop. Okay, was hier weg. Dann kommt mal hier. So hier Dinger. Ja, das Wetter ist ja nicht so gerade toll. Ich habe meinen Schlüsselbund am 11.04. verloren. Eine Schlüssel ist mein schwarzen Draht befestigt und das hängt am blauen Schlüsselhals, den jemand gefunden hat. Meldet euch bitte. Okay. Soll sich melden. Ja. Vitus Heller Weg. Am 3.05.1982 in Tauberrettersheim gestorben. Und da gestorben 18.10.1956 in Würzburg. Politiker und Journalist. Journalist, ja. Ist das einmal für alle für ein Servus Würzburg? Ja, das ist. Da oben soll lieber ein bisschen abfallen, machen wir nicht. Nur ein bisschen abfallen. Jeden Müll zu haben, das finde ich gut. Gut. Die laufen halt ja sowas durch. Und da ist halt jemand beschmiert. Und da sind so hier. Ja. Sportgeräte. Das hätte man nicht so machen können. Ja. Ja. Warte mal. Gut. Da machen wir es mal. Das eine erfüllt die Füße. Oh. So. Ah, Gott. Eins. Oh, guck mal. Oh, gibt's nochmal jetzt auch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Zehn. Elf. So. Zwölf. 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, so, so. So geht das. Da hoch. Da ist schon was. Wir gehen schon. Ganz schön neu. Braucht man Öl. Das kracht ganz schön. Lustig. Einfahren. Umstellen. Ja. Und dann spielen sie Tennis. Stand da was drauf. Oh, Freiheit.
Rechts ist ein Tennisplatz. Da kann man Tennis spielen. Ich glaube, da muss das Kloster sein. Das Frauenkloster. 1,41 m. Gut. Da war mal eine Elmacher Tür, sieht man doch hier. Heute zugemauert. Und da ist dann eine Waschstraße. Da stand drauf, billigste Wäsche 5,90 €. Das waren dann V8 Pickup. Ja. Ja. Ich weiß nicht, was das bringen soll. Tja, hier drauf. Ja, ich nichts viel. Schauen wir wieder um. So. Das soll ja etwas bringen. Eine mit zwei Hände? Okay. Okay, da ich gar nicht. Was ist das hier? Was ist denn hier andacken? Ne. Würde auch mal nicht funktionieren. Jedenfalls würden wir hier zwei Hände machen. Und dann so rüber. Mit zwei Hände. Ich habe jetzt noch eine Hand. Ich habe keinen Kameramann dabei. Ja, das geht das einfach. Ja, zwei müssen das da bewegen und das da nutzen. So. Ja, geht nicht. So. Geht nicht. Und dann haben wir hier gleich hier eine Sportgeräte. Warte mal. Ja. Fünf Stück sind wir. So. Mit einer Hand gibt es mir nicht. Ich bin per GoPro dabei. Gut. Schau mal da oben. Weiß zurück, zack, 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 zack. Und. Schau. Da haben wir hier so ein Ding. So. Da steht mein Auto noch. Ach, das ist der Klostereingang. Kann man hier rüber gehen? Ist da drüben alte Waggons? So. Cool. Feuerwehrschule. Was ist die Feuerwehrschule? Ein ausgebrannter T4. Oder T5. Cool. Na, Gongs. Okay, das sind noch Gongs. Cool. Keine Ahnung warum. So. So, eigentlich mit zwei Händen. Einfach zeigen. Ja, ist gut. Genau. So. So. So, umschalten wieder.
Das ist das Kloster. Oh, ich glaube, es ist. Ganz so tollen Sachen. Okay. Und dann darüber. Drin. So, darf ich das so? Also so. Alles für den Hinterkopf. Na, so eigentlich. So. Soll ich so? So funktionieren. Ha! Cool! Das ist so ein Park oder was? Oh, sorry! Ich hab vergessen umzuschalten. Hier ist so ein Park. Schön gemacht. Boden fühlt sich auch so weich an. Ist hart. Dämpft da, glaube ich, ein wenig. Wenn ich mich täusche. Ja. Oh, liegt an der Schuhe. Bisschen schön weich. Was ist denn dahin gebaut? Gut, das hat mich nicht. Na, ja, das ist ein Wackelteil. Dann fahren wir es wieder aus. So, dann holen wir uns das Sockelteil an. Ja, machen wir einen Daumen hoch. Dann schauen wir es um. Umschalten. Da haben wir das Ding. Die Wirklichkeit kannst du mal. War cool. Was da wieder gebaut wird. Maske. Ah, jetzt kommt was für Füße. Gut. Jetzt kommen wir hier hin. So. Ich gleich wieder von vorne. Jetzt können wir schon von vorne. Ah, da oben hoch. Toll. Schon vorn gehabt. So. Jetzt das also schon. Wieder drauf und dann hopp, 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 hopp.
Das ist ein Fitnessparcours. Gut. Und Daumen hoch. So, weiter geht's. Und umschalten. Jetzt. Also das wird mal alt. Da drüben geht's auch zu Ende. Da drüben geht's auch zu Ende. Ah, was spielen wir jetzt? Basketball. Jutz, Zellerau, Jugendzentrum schalten. So. So, da bin ich ja wieder. Warum? Ganz einfach. Weil wir jetzt Ende haben, also hier. Also da geht es nicht weiter mehr. Da hinten ist gleich das Zentrum. Hinter mir ist das Jugendzentrum von Zellerau. Ja, das war's. Da ist nichts mehr. Also wieder zurück zum Auto. So. Das ist das Jugendzentrum hinten. Was ist denn das hier? Zwei Lämpchen? Oder sie streiten? Ne, zwei Böcke, die sich streiten. Aber sie sind nicht auf der Streitburg. Oder auf dem Streitwerk. So, laufen wir jetzt zurück zum Auto. Da ist ja auch das Jugendzentrum drauf. So, Jugendzentrum. Ein Daumen hoch. Cool, Daumen hoch. Dort. Gut. Ein Ballon. Schönes Gemälde. So. Ja, da vorne war das Jugendzentrum, da der Park zu Ende. Du hast ja gesehen, da vorne Jugendzentrum sind so Steine, ist so schön bemalt. Ja. Ich glaube, hier rechts ist da auch so eine Tafel oder sowas. Da sind die Ukrainer da. Ich glaube, da wohnt sogar eine Arbeitsfläche hier. Eine Arbeitsfläche. Eine gute Arbeitsfläche. Daumen hoch. Aber ja, schön. Der Park ist gut gemacht. Jetzt laufe ich wieder zurück zum Auto.
Ja, da wird was gebaut. Keine Ahnung was. Ja, es ist halt, na, um es wird es halt ziemlich bewölkt. Na, man könnte meinen, Regen, oder nicht Regen, kann kommen, kann nicht kommen. Na doch kommen, das weiß keiner. Ganz genau. So. Machen wir hier durch. So, und durch. Das sind unsere neue Häuser gebaut. Aber hier muss man aufpassen, das sind ganz neue Tretbeeten. Das heißt, da haben die ihre Hunde kacken lassen und liegen lassen. Normalerweise müssen wir sie aufsammeln und wegtun. Wenn man wischt wird, kostet das Haufen Geld. Viel Geld. Aber hier haben wir zu viel Geld. Und deshalb, wenn ihr nicht erwischt, was weiß ich. Ja. Ich war mal unterwegs, hab mal gelaufen, gebraucht. Danach ruhig dann wieder ab. Will halt dann teil sein. Und sagt dann danke fürs Zuschauen, Einschalten. Ganz super Liebe, liebe Zuschauer und Zuschauer. Bis nächstes Video, euer Justus der Andere. Und ich habe einen, wenn euch das Video gefällt, macht mir einen Like, einen Daumen hoch. So, genau. Und mein YouTube-Kanal, Name lautet Diana Jones, der Andere. So ist das. Falls ihr nicht findet, geht auf Google-Suche, YouTube-Suche-Video, Namen, Titel eingeben, Justus König, Justus unterwegs, da findet ihr schon meinen Kanal, mein YouTube-Kanal, Diana Jones, auf der Suche nach neuen Abenteuern. Einfach ein Like da lassen, weiterempfehlen und dann habe ich auch Playlist gekontakt. Da könnt ihr sehen, bestimmte Videos zu bestimmten Themen und dann bitte die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video verpasst und aktuell seid. Und dann könnt ihr mich erreichen, noch auf Instagram und TikTok die Möglichkeit. Mein Instagram-Profilname lautet Justus. Ne, mein Instagram-Profilname lautet Diana Jones der Abenteurer. Ja, mein Instagram-Profilname lautet Diana Jones der Abenteurer. Und mein TikTok-Profilname lautet Justus der Abenteurer 13. Da könnt ihr mich folgen, liken, kommentieren und so weiter. Alle, die mich folgen, folge ich zurück. Ich sage jetzt, ciao, viel Kuss aus Würzburg, Zollerau, aus dem Park, Feuerwehrschule, Arthurus, Good Party, war schon hier. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und heute ist Montag. Und ich hatte heute Frühschicht. Um 6 Uhr. Das ist Over and Out. Machen Sie gut, werden Sie bald wieder, liebe Zuschauer und Zuschauer. Bis nächstes Video. Das ist Over and Out. Das ist Game Over. Ist alles easy, easy. Ist einfach alles easy, easy. Oder Let's Rock? Nee. Solange man wild ist, geht's dann gut. Nee, das war's. Das war's nicht. Ja, ja. Das ist cool. Game Over. Aus. Bilder, bitte kommt jetzt. Ende Aufnahme. 1, 2, 3, 4, 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. Hi. Hallo. Wir sind George, Julian, Dick und Anne. Und zusammen mit Timmy, dem Hund, sind wir die 5 Freunde. Timmy? Zusammen sind wir die 5 Freunde. Hey ho, hier kommen wir. 5 Freunde. 5 Freunde, das sind wir. Wie soll ich euch denn nennen? Die 4 Freunde? Wir sind die 5 Freunde. 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde, 5 Freunde, das sind wir. 5 Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns.
Legende nach gibt es einen einzigartigen Smaragd mit sagenumwobenen Kräften. Seit Jahrhunderten sucht man ihn, doch er wurde nie gefunden. Bis heute. Fünf Freunde 2. Fünf Freunde, das sind wir. Ab 31. Januar im Kino. Das erste Mal ohne Eltern unterwegs. Genial. Die berühmtesten Freunde der Welt sind zurück. In ihrem größten Abenteuer. Dick ist entführt worden. Los. Was soll das? Krass. Wow. Los, runter. Fünf Freunde 2. Echt? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Die fünf Freunde sind wieder da. Fünf Freunde, das sind wir. Dick. Fünf Freunde. Und sie sind nicht allein. Hier kommen wir. Jetzt schnappen wir sie. Von so ein bisschen Dunkelheit lasse ich mich doch nicht aufhalten. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde. Ein versunkenes Schiffswrack. Ein sagenumwobener Piratenschatz. Wo habt ihr das her? Ein mitreißendes Abenteuer. Dieser Kompass zeigt zu seinem Schatz. Mit dem Schatz kann ich unser Dorf retten. In 3 Tagen werden die Bagger anrollen und hier alles platt machen. Dann wollen wir mal. Damit dieser Haines sein Luxusresort errichten kann. Wie mies ist das denn? Wo geht ihr hin? Na, wohin wohl? Dein Dorf retten. Alles klar. Wir sollten los. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Die fünf Freunde sind wieder da. Was, wenn es den Schatz gar nicht gibt? Das ist unsere einzige Chance. Mit diesem Gerät sind wir ihnen immer auf den Fersen. Hält uns nicht! Das ist total morsch! Uns vielleicht nicht, aber Timmy. Sie verfolgen uns! Fahr schneller! Tja, Kinder, das war's dann wohl. Fünf Freunde 3. Fünf Freunde, das sind. Guck mein Glück! Danke, reicht schon. Demnächst im Kino. Fünf Freunde 4. War eine verdammt coole Action mit dir, Baby. Die berühmtesten Freunde der Welt in ihrem größten Abenteuer, dem. Ein geheimnisvolles Tal. Eine abgelegene Burg. Ein uralter Fund. Krass, wie kann das sein? Fünf Freunde, das sind wir. Die berühmtesten Freunde der Welt in einem Abenteuer, George, das vor 65 Millionen Jahren begann. Wir sind fünf Freunde. Das muss es sein. Das Tal gibt es wirklich. Fünf Freunde, das fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Das ist Julian, Anne und das ist mein Cousin. Dick. Demnächst. Ihr seid verrückt. Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier. Ist die Tonqualität? Thank you.
5 Freunde.